Mein Name ist Abdul. Ich bin im letzten Jahr des Medizinstudiums und hinter den Kulissen des Studiums und des Arztseins so ein bisschen zu erzählen und so ein bisschen Motivation, Alltag etc. Also das, was ihr auch macht. Und Stefan kennen wir ja schon. Zum ersten. Ja, unser Ernährungsspezialist und Real Talk Experte, sage ich mal. NNG Podcast. So, und wir waren um 9.30 Uhr mit der zweiten Einheit durch. 9.30 Uhr. Mhm. Nach Hause gegangen, 11 Uhr, ganze Instagram, alles, was um die Firma ist, Plan, ja. Fertig, Telefonate, ja. 13 Uhr direkt noch ein Workout. Schon mehr gemacht als manche in einer Woche. Ja, verstehst du? Ja. Und dann ist Feierabend. Ja. Dann habe ich Feierabend. Dann ist 15 Uhr, 16 Uhr Feierabend, weißt du, was ich meine? Und dann kann ich mich entspannen, dann mache ich mir mein Essen. Weißt du, ich verstehe nicht, warum man nicht einfach so einen Lebensstil sich aufbaut, dass man einfach wirklich um 15, 16 Uhr mit allen Sachen fertig ist. Auch wenn du jetzt deine 10 Stunden Arbeit hast, weißt du, was ich meine? Es geht ja, du stehst ja auch. Also Medizinstudium ist ja mehr als 5 Stunden, 6 Stunden Arbeit am Tag. Länger, also, länger. Ich habe es selber mitbekommen bei jetzt nur Zahnmedizin, aber Medizin ist alles, vor allem auf dem deutschen Standard. Ist mentale Hochleistung, also das, was die wollen euch auch einmal, die sortieren ja auch aus, wie ich mitbekomme. Also wirklich, da sind Leute wirklich zusammenklappen und haben gesagt, weißt du was, ich gebe auf. Ja. So im 8. Semester, das war's, nö. Ja. Kein Bock mehr. Weißt du, und das wollen sie ja, ne? Ja. Die wollen sehen, wie deine Kapazitäten sind. Genau. Du bist halt Hochleistungssportler. Richtig. Ich sag den Leuten, ich mache Medizin und das ist für mich Hochleistung. Kopf, ja. Ihr seid das ja die Elite der Elite. Ja. Ihr seid die Champions League. Ja. Also wenn ich dich jetzt an mein Herz ranlasse, dann muss das ja geübt worden sein. Ja. Ich vertraue ja auch nicht einfach Kobe Bryant eine ganze Mannschaft an und gebe denen 200 Millionen. Weißt du, was ich meine? Ja, Bryant, ganz genau. Der nicht weiß, was der tut. Weißt du, was ich meine? So, und so ist es halt auch mit dem Arzt dann. Ja. Würdest du sagen, Ärzte werden nicht geschätzt in Deutschland oder allgemein? Weil ihr habt ja immer, sag ich mal, wir haben ja auch jetzt zum Beispiel mal eine Diskussion gehabt über Ärzte und ich finde, du hast das heute so ein bisschen für mich anders dargestellt und das fand ich auch geil, das mal aus deiner Sicht zu sehen. Du hast vorhin gesagt, so ja, dann kommt er und wir bieten ihn dann auch an und sagen dann, ey, so, so, so. Und dann brauchst du die Medizin nicht mehr. Weil für uns war es immer so, die Mediziner sind darauf ausgerichtet, den Leuten die Medizin zu verkaufen. Weißt du, die Leute... Es gibt sicherlich einige, die so sind. Genau. Weißt du? Es gibt reichlich. Yeah. Also nur allein für mich eine Hausarzt zu finden, wo ich weiß, das ist ein reeller Mensch. Ja. Einfach nur, was das ganzheitliche Bild angeht für den Menschen, wenn du reinkommst, mich nach den Symptomen nicht nur zu fragen, sondern auch zu fragen, was hast du eigentlich die letzten 3-4 Tage gegessen? Was hast du eigentlich gemacht? Hast du gut geschlafen? Warst du viel im Stress? Das ist das. Find das mal. Ja, ihr müsst euch aber vorstellen, wenn wir Medizinstudenten fertig sind in dem Studium, wir sind extrem motiviert. Mhm. Wir sind so, wir nehmen uns, ne, die Leute sagen, du hast nur 10 Minuten Zeit, weil wirtschaftlich lohnt sich das sonst. Also du hast noch 10 andere Patienten, die müssen auch noch irgendwie in irgendeiner Art und Weise betreut werden. Wir sagen, nee, wir nehmen uns 30 Minuten Zeit. Genau. Wir stellen genau diese Fragen, die du sagst, aber nach einer gewissen Zeit, wenn du halt mit vielen Patienten zu tun hast. Genau. Nein, Ignoranz stumpft ja irgendwann ab. Ja, weißt du, das ist menschlich. Ja. Wenn du jetzt auch einfach mit einem Menschen zu tun hast dein Leben lang, der einfach immer ignorant ist, dann ist es ja irgendwann die Mühe, diese Person auch dann zu ändern oder sonst was, sei es dein Bruder oder dein Cousin oder sonst was, wo du Interesse hast, die Person, sag ich mal, zum Sport zu führen oder zu ändern, dann das geht verloren. Dann guckt man den zu, wie der Zigaretten raucht und sich sein Whisky rein und denkst dir, ich hab keine Kraft mehr dafür. Das ist dein eigenes Brot und fertig. Ja. Weißt du? Und ich finde, das ist geil für uns, also auch für meine Zuschauer, dass die mal sehen, okay, die Ärzte versuchen es, aber es liegt halt auch, wie gesagt, an den Menschen. Ich glaube auch, wie gesagt, von den fittesten Menschen auf der Welt, die wirklich das durchziehen, was wir durchziehen. 5 Uhr morgens aufstehen, 2 Einheiten, 3 Einheiten, gibt es nur 1%. 5 bis 1%. Deshalb sage ich immer, 1 bis 5% der Menschen auf der Welt sind topfit, weil ich das auch so meine eigene Erfahrung gemacht habe. Selbst im Profisportler, was ich krass finde, ist, dass, wie du oft siehst, wie Profisportler nach der Karriere aussehen. Ja. Die sehen, mit 35 hören sie auf und dann sehen sie mit 37 aus, als wären sie 45. Ja. Und davor war ich immer als Profisportler, also als junger Sportler, war ich immer so auf, ey krass, Digga, wie schnell man alt wird. Mhm. Weil guck mal, der hat doch noch vor 3 Jahren das Trikot getragen und der sieht jetzt aus wie ein alter Mann. Ja. Ich will echt nicht so schnell alt, aber das ist, glaube ich, normal. Weil sie es aber durch die Generation davor auch falsch beigebracht bekommen haben. Ja, hat man ja, ich gucke dir Football-Dinge an von 1945 oder 50, da saß der Quarterback im ersten Super Bowl mit einer Ziese und einem Bier in der Halbzeit. Ja. Haben das Spiel auch verloren, aber saß da mit einer Ziese, Digga, weißt du? Und Jordan, was viele nicht wissen, Kettenraucher. Ja. Jordan war ein Kettenraucher. Der musste richtig hart arbeiten, um diese Kondition aufzubauen.
Im Rennradbereich früher auch Tour de France. Ja. Also Portwein und diese ganzen Konsorten, das war genau. Gang und Gäbe, das dabei zu haben. Genau. Die haben ganz anders gefeiert damals. Die Geschichten, die man von NBA-Spielern, Fußballern kennt, ganz anders. Getrunken die haben, ohne Ende. Ja, die haben gefeiert. Ja. Viele haben auch dann Drogenprobleme gehabt nach der Karriere. Viel, siehst du ja, 70% der Profis behalten nicht mehr, also gehen bankrott. Also in Amerika. Unglaublich, weißt du, unglaublich. Das ist halt, ist halt Lebensstil dann, weißt du. Und du merkst halt dann, ey, ich, meine größten Helden, die sehe ich manchmal und bin so auf, ey, du warst so ein Tier. Und dann merke ich gerade, okay, was hast, weißt du, so, wie kann das sein, dass du jetzt 80, 90 Millionen Euro gemacht hast, aber jetzt auf einmal mit 37 einfach da im Fernseher sitzt, so, weißt du, deine Analysen abgibst, aber komplett. Die haben sich vom Lebensstil locken lassen, ganz einfach. Unfit aussiehst. Weil das ist das, was ich ja immer wieder sage zu allen Leuten, die ich treffe, wenn es dann um diese Art von, sagen wir mal, Geschäft geht, um das nett auszudrücken, wenn ich so viel Geld verdiene als Profisportler, dann kann ich mir einen richtigen Arzt leisten. Den habe ich dann einfach. Ich habe auch einen richtigen Ernährungsberater. Und wenn ich den brauche, habe ich auch noch einen richtigen Trainer am Start, weil das mein Geld hergibt. Richtig. Weil wenn ich so viel Geld im Monat verdiene, dass ich so extrem viel mehr habe wie ein Hartz-IV-Empfänger, der sich jeden Monat darum bemühen muss, ein gescheites, ordentliches Essen auf den Tisch zu kriegen, der doch billiger kaufen muss, weil er sich das Bio-Essen gegen Ende des Monats doch nicht mehr leisten kann. Ne? Dann ist das eine Frechheit, dass der Profisportler das nicht macht. Mhm. Dass der Profisportler sich danach mit 100 Millionen auf dem Konto einfach hängen lässt und einfach zeigt, Der Mensch ist träge. Ja, genau, dass er doch nur zu den Trägen gehört, dass er doch nicht das Tier ist, was er uns immer vorgelogen hat, sondern okay, er ist doch halt auch nur ein Vollpfosten. Ja. Leider. Ich meine, am Ende des Tages müssen wir uns, ich bin immer ein Freund davon, ehrlich, also absolut ehrlich zu sich selber zu sein, genau. Weil dann kannst du auch ehrlich zu anderen Menschen sein. Und, Selbstreflexion. Ja, ganz genau. Und wenn du, ich meine alles, ne, die ganzen Sportler, die ganzen Menschen, die Persönlichkeiten, also die Geschichte geschrieben haben, ne, Nelson Mandela oder Gandhi, um einige zu nennen, das sind am Ende des Tages nur Menschen, ja. Wie wir. Das sind am Ende des Tages nur Menschen wie wir, die aber Sachen gemacht haben, genau. Die Übermensch, also die ihren Namen quasi Jahrhunderte weitergetragen haben. Ja, klar. Und die haben auch alle angefangen mit, wir fangen jetzt an, früh aufzustehen. Wir fangen jetzt an, ne, also letztens so ein bisschen im Hörbuch, also ein Teil von der Biografie von Nelson Mandela gehört. Der hat jedem seiner Insassen, ne, er war ja fast 20 Jahre im Gefängnis, der hat jedem gesagt, hast du heute was gelernt? Der hat gesagt, Leute, wir müssen uns weiterbilden, denn es wird eine Zeit kommen, wo wir quasi Leute führen müssen. Der hat, ihr müsst euch vorstellen, der hat den Strafverteidiger, der gesagt hat, wir müssen Nelson Mandela umbringen, der hat ihn zu seiner Präsidentschaftsfeier eingeladen. Der hat gesagt, wir müssen uns vergeben. Mhm. Und ihr müsst euch mal vorstellen, wenn ich auch diese Geschichte höre oder auch solche, ne, Sport ist eine Komponente und wie Leute Menschen prägen und gesellschaftlichen Umschwung, ob es jetzt ernährungstechnisch ist oder auch anders, das herbeizuführen, wie viel Kraft du da eigentlich brauchst. Du musst vorbereitet sein. Mental, körperlich musst du vorbereitet sein. Und das kommt nicht von heute. Es kommt wieder die zeitliche Komponente. Das ist ein langer Weg. Überhaupt das drauf zu haben und so diszipliniert zu sein. Ganz das genau. Ist das Ding. Du musst dich nicht verstehen. Du musst dich trauen, eine Vorbildfunktion zu übernehmen. Und dann die Eier haben zu sagen, das, was ich jetzt gerade gemacht habe, Ziele. Das setze ich jetzt durch. Es darf nicht nur für dich sein. Genau. Es darf nicht nur für dich sein. Wenn du sagst, ey, weißt du, guck mal, ich habe jetzt meine kleinen Schwestern oder ich habe meinen Cousin oder ich habe irgendjemanden in meinem Leben, den ich jetzt eine Vorbildfunktion sein will, indem ich einfach mein Leben so krass lebe wie möglich, dann hast du schon einen höheren Sinn. Und das motiviert dich dann viel mehr, als wenn du sagst, ey, ich mache das nur für mich selber. Ja. Und weil dann irgendwann hörst du auf. Weil es ist einfach so, nur für dich selber Sachen zu machen. Ich merke das selber. Ich habe zwei Söhne. Und für mich ist es das Einfachste, aufzustehen. Weißt du, was ich meine? Es ist das Einfachste, weißt du so? Weil was für eine Ausrede habe ich dann? Was soll ich meinen Söhnen später sagen? Ja. Weißt du? Wenn du auf dem Sterbebett liegst, dann wird der Tag kommen. Genau. Dann trifft man die eigene Entscheidung, wie ich jetzt aus dem Leben schreite, wenn du deinem Kind ins Gesicht schaust und kannst deinem Kind in die Augen sagen, du weißt Bescheid. Genau. Und dann sagt das Kind, ja, ich weiß Bescheid, Papa. Und dann dankst du ab, weil dann weißt du, du hast alles richtig gemacht. Richtig. Wenn du das nicht hast und du hast Zweifel, weil du merkst, ich habe meinem Kind das, was auch immer nicht beigebracht. Ich hätte ihm das beibringen müssen. Genau. Meine Lebenserfahrung, die ich gemacht habe, kacke, ich war im Knast, hätte ich das meinen Söhnen nur gesagt, hätte ich ihm das nur eingebläut, dass das nicht der Weg ist, diesen Weg zu gehen, um das alles zu verhindern, um dieses Leid nicht ertragen zu müssen. Richtig. So, dann kannst du es haben, dass sie sagen, Vater hat das doch früher auch gemacht, machen wir das mal auch so. Genau. So, und das ist doch das Ding an der ganzen Nummer. Man muss einfach
Man muss sich trauen. Man muss den Zyklus von Leben unterbrechen, weil, wie gesagt, 95% der Leute laufen gerade in dieser Richtung und sie wissen es gar nicht besser. Ja. Wenn ich meinen Sohn jeden Tag Würstchen auf den Tisch lege, Wurstbrote, ja, Nutella-Brote, ja. Bonbons, Süßigkeiten, Woher Cola, soll das alles kommen? Fanta, ihn nicht richtig die Zähne putze, weißt du mal, was ich auch sehe, manche Kinder haben schon Löcher oder sonst was, verstehst du? Das ist alles von Generation zu Generation am Ende des Tages, verstehst du? So, du kannst es, nur wir können es jetzt ändern. Genau. Nur du kannst deiner Tochter das beibringen, um ein besserer Mensch zu sein und besserer Teil dieser Gesellschaft. Und das ist das Problem. Weißt aber du, vor allen Dingen ein aktives Teil der Gesellschaft zu sein. Aber was würdet ihr sagen, also was ich immer das Gefühl habe, wenn dann Leute irgendwann sehen, okay, der Eisberg kommt jetzt raus und man sieht jetzt so eine kleine Spitze und hat ein bisschen Erfolg plötzlich in seinem Leben, ne, du als Footballer beispielsweise, dass Leute auf einen zukommen und sagen, okay, ich will das auch machen. Was hast du gemacht? Oder was muss ich machen in meinem Alltag, um so zu werden wie du? Ja. Oder was muss ich machen, um in meinem Alltag, um so zu werden wie Cristiano Ronaldo? Richtig. Oder so ein Khabib oder sonst was? Ne? Dass Leute dann anfangen, solche Fragen zu stellen. Genau. Und ich habe dann, wenn ich auch Podcasts höre oder sonst was, immer das Gefühl, die Leute sagen, erzählen, ne, also sagen, das ist die Problematik und wir müssen und man muss quasi die und auf die und die Sachen achten. Ja. Aber die geben dir meistens keinen Leitfaden. Genau. Also was kann dein Hörer heute ändern? Was? Um quasi dann morgen schon quasi auf dem richtigen Weg zu sein. Also was sind da so deine Tipps? Das Erste, was ich sagen kann, ist, wenn du jetzt zum Beispiel ein Fitness-Goal hast und sagst, ey, ich will so und so aussehen, ja. Du setzt dir hohe Ziele. Das ist okay, weißt du? Aber nimm dir erstmal nicht mal so viel vor, weil du bist nicht auf dem Level von Cristiano Ronaldo. Also zweimal am Tag trainieren bringt nichts. Das wird nur deine Motivation dämmen, weil du wirst Muskelkater haben, du wirst tot sein. Ich sehe immer, die Leute kaufen sich Handschuhe, kaufen sich das, kaufen sich Equipment, 5 verschiedene Eiweiße und haben noch nicht mal angefangen. Verstehst du sagen? Wir wollen reden dann noch über Steroide oder sonst was. Weißt du, was ich meine? So, ne, wirklich, ich habe Leute kennengelernt und ich bin so auf eine, Digga, was redest du da gerade? Fang doch erstmal, mach Plan doch erstmal. Hab einen Jahresplan, wo du sagst, ey, am Ende des Jahres will ich so, das ist mein Ziel. Um jeden, ich werde mir die Nägel dafür auskratzen, um das Ziel zu erreichen. Ja. Und wenn du es nicht schaffst, wirst du aber hier sein. Das ist, was die Leute nicht verstehen. Verstehst du? Ja. Das heißt, du bist dir schon mal ein Stück näher ran. Ja. Fang aber langsam an. Ja. Mach doch erstmal 2-mal die Woche. Nimm dir doch erstmal vor, Zucker wegzulassen, anstatt Zucker, Brot und. Mach doch einfach Stück für Stück und verbessere. Also großes Ziel haben und dann einen kleinen Teilschritt einsetzen. Großes Ziel haben, aber kleine Brötchen backen, um dahin zu kommen. Weil das Problem ist, die Leute fangen zu schnell an und das sehe ich immer. 8 Wochen lang sind sie hochmotiviert und quälen sich durch den übelsten Muskelkater und posten dann und hier und oh und erzählen allen Leuten, wie krass, was sie gerade für eine Ernährung machen und hey, du musst dich echt mal um deine Ernährung kümmern und sind auf einmal Experten und dann nach 8-9 Wochen siehst du wieder gar nichts. Im gleichen Nix. Film, Jojo-Effekt, weil du dir viel zu viel vorgenommen hast. Weißt du, was ich meine? Für die erste Phase. Es gibt Phasen. Verstehst du, wenn du ein Jahr hast, dann nimm das ganze Jahr und breche es in 4 oder 8 Phasen auf. Verstehst du? Ja. Und sag, ey, in der Phase 1 will ich jetzt erstmal lernen, wie ich mich richtig ernähre. Das heißt, ich will die nächsten 8 Wochen jeden Tag etwas an meiner Ernährung ändern. Jeden Tag. Oder ich will jeden Tag, jede halbe Stunde für 10 Stunden lang, will ich im ersten Monat mache ich, das ist so meine Liegestütz-Dings, sage ich 10 Liegestütze jede halbe Stunde. Für 10 Stunden lang, stellst dir einen Wecker, boom, hast 100 Liegestütze am Tag gemacht, hast 700 Liegestütze gemacht, hast 2800 heftig. Liegestütze. Heftig. Ja, hast 2800 Liegestütze in 28 Tagen gemacht. Was meinst du, wie du dich danach fühlst? Weil wenn ich jetzt meine 500 Liegestütze jede Woche mache, am Montag zum Beispiel, habe ich 2000 Liegestütze gemacht. Du hast also mehr Liegestütze gemacht, ohne einmal zu schwitzen. Weißt du, ich meine? Und die Leute wollen immer direkt 500 Liegestütze an einen Tag machen und wundern sich, dass sie 12 Tage ihre Brust nicht mehr bewegen können. Natürlich, mach erst mal 10. Aber was würdest du sagen, wenn es so einen Moment gibt, wo du das Gefühl hast, du willst aufhören? Einfach. Hast du einen Anker, hast du einen Anker oder hast du irgendwelche Mechanismen, die man quasi in den Alltag... Guck einfach in den Spiegel und sei ehrlich zu dir selber. Und sag mir wirklich, dass das cool ist, dass du jetzt gerade aufgibst. Okay. Guck in den Spiegel und sag mir, kannst du, Digga, kannst du wirklich sagen, du bist damit zufrieden, dass du jetzt hier aufgibst?
kannst du mir nicht sagen. Oder innerlich, tut's, innerlich, egal wie. Und ich war mal richtig pummelig, ich war richtig dick, hab Diäten angefangen, hab gesagt, weißt du was, das ist nichts für mich. Mhm. Scheiße. Ich hab selber ins Spiel geguckt und wusste, dass ich mich selber anlüge. Das kann mir keiner erzählen, dass es nicht so ist. Oder wenn ich in meiner Diät bin und dann McDonald's. Oh. Ja. Und dann esse ich den Burger und denke, ach, heute ist es okay. Und dann guckst du dir einmal kurz ins Spiegel und du kennst diesen Moment. Jeder hat diesen Moment. Ja. Sei einfach ehrlich. Wenn du diesen Moment hast, sei einfach komplett ehrlich zu dir selber und es hat, Coach Sade hat zu mir gesagt, er meinte, Abdul, wenn du jetzt, ne, man kennt ihn zum, in Hamburg, im Hamburger Raum, der hat gesagt, Abdul, wenn du nicht trainieren willst heute, dann zieh dich mal bitte aus und stell dich vorm Spiegel. Und dann stell dir nochmal die Frage, ob du heute nicht trainieren willst. Ja. Und jedes Mal, wenn man das Gefühl hat und man macht das, dann muss man ehrlich zu, ne, es geht genau in die Richtung. Ja, genau, richtig. Nein, es gibt, wie gesagt, wenn man höhere Ziele hat und sagt, ey, guck mal, ich mach das jetzt für meine Mutter oder ich mach das für meinen Vater oder ich hab einen Sohn und ich will nicht ein alter Mann sein, verstehst du? Dann, wie gesagt, für mich ist es so, meine Söhne habe ich in diese Welt gesetzt. Das heißt, für mich, mich aufzubauen und einen gewissen Lebenslevel zu erreichen, ist für mich ein Muss, weil ich will meinen Kindern ein anderes Leben bieten, als was ich hatte. Verstehst du? Ich will nicht, dass die mit 18, 29 Türsteher machen müssen, um sich Geld zu sparen, damit die aufs College gehen können und oder drei Jobs arbeiten müssen und hustlen und noch nebenbei dann auf einmal anfangen, Überfälle zu machen und sonst was, weil ich nicht an Geld rankomme und da und ich meinen Vater gefragt habe, ey, kannst du mir vielleicht 5.000 Euro leihen fürs und der lacht dich aus und sagt, ja, wo denkst du hin? Weißt du, wie hart ich in meinem Leben gearbeitet habe? Weißt du, was für 5.000 Euro? Verstehst du, was ich meine? Aber es ist halt so und ich respektiere meinen Vater, hat hart gearbeitet, hat 2-3 Jobs, hat alles getan, aber am Ende des Tages habe ich mir gesagt, wenn ich für meine Söhne will ich alles da ready haben, aber nicht auf diesem verwöhnten Level, sondern richtig hart, Digga, die werden richtig hart arbeiten. Meine Söhne kommen auch jetzt ab August, ziehen die komplett zu mir wegen Schule und dann wird mein Sohn richtig das wahre Leben mit 5 Uhr morgens, weil der muss mit mir aufstehen. Aber man muss es vorleben, man muss es vorleben. Genau. Man muss mein es Sohn vorleben. Macht jeden Tag seine Liegestütze, der kann, weißt du, der hat Bock, der liebt Sport. Der sagt, Papa, der fragt mich über Zucker und Zucker ist ja auch im Brot. Ne? Und er weiß ganz genau, weißt du, genau, weil er ist neugierig und fragt sich, warum macht Papa das alles? Warum, Papa, du gehst wieder zum Sport. Mein Dreijähriger auch. Du gehst zum Sport. Ne? Und die werden von mir, werden die was ganz anderes im Leben mitbekommen. Weißt du, was ich meine? Weil ich werde denen zeigen, ey, guck mal, du kannst ein Monster werden, du kannst ein Übermensch werden. Und die werden halt merken, mit 10, 11, 12, wirst du merken. Du wirst merken, wenn du auf einmal mit 13 danken kannst und so. Dein Umfeld wird sagen zu dir, also die Kinder um dich herum werden zu dir sagen, ey, wieso bist du so, wie du bist? Du wirst merken, wenn du auf einmal national bist. Weil ich war zum Beispiel im 100er Nationalkader. Ich war so nah dran, in die Nationalmannschaft zu kommen. Ja. Beim Basketball habe 2-3 D1-Angebote bekommen. Beim Football lief es dann natürlich viel, viel besser. Mhm. Aber ich konnte mit 15 zum Beispiel das erste Mal danken, hatte aber keine athletische, war kein athletisches Wunder, sondern wir haben uns da selber damals auf Krampf alles selber, Springseil, Springmorgens, Jumpsuits, haben alles Mögliche einfach ausprobiert, weil ich und mein Bruder wollten zum Beispiel meine Mutter ein Haus kaufen. Das heißt, damals mit 12, 13 wollten wir schon Profisportler werden. Ja. Und da kam halt der Drive, aber hätte ich mich als Vater gehabt. Ja, da ein Tier. Digga, Tier. Ich wäre mit 12, wäre ich da, wo ich mit 17 bin, safe. Ja, weil, die zeitliche Komponente ist krass. Und wenn du ein Vater bist, der vielleicht nicht so viel Ahnung hat, aber sein Sohn trotzdem, ich kann jeden Eltern, alle Eltern kann ich vorstellen, bitte bringt eure Kinder zum Sport, nehmt die Zeit, auch wenn ihr nicht die Kenntnis habt, es gibt genügende Karate, Muay Thai, Ring, es gibt so viele Clubs, es gibt sogar Crossfit-Clubs, wo man mit 10, 12 Längen, was sehr gesund sogar ist, wenn man es die Ausführung... Es gibt bei allen irgendwelche Kinder. Richtig, und ich finde, jedes Kind sollte als Geschenk eine gewisse Athletik mitbekommen. Ja. Weil ich kann mich noch erinnern, als ich 14 war und ich war ein dicker Junge und ich war nicht so athletisch wie andere Kinder und ich habe einfach immer Sport aber gemacht, Fußball gespielt, konnte, war gut, war da. Ja. Weißt du, aber mein Bruder war immer ein Talent. Der ist beim Basketball gekommen, hat direkt im ersten Jahr dominiert, wurde direkt Hamburger Auswahl. Als ich mein erstes Jahr Basketball, war ich nur auf der Bank und dann hat mir mein Trainer gesagt, wenn du nicht links alles machen kannst, wie du mit rechts kannst, brauchst du nicht wiederkommen. Heftig. Und dann bin ich, mein Kollege Barisch, die haben einen Hausmeister bei meiner Schule gefragt, jeden Morgen um 6 Uhr, 5 Uhr vor der Schule, haben wir jeden Tag, Digga, Dreh, wird geübt. Ich war direkt im Ding, Hamburger Auswahl, wurde für die Nationalmannschaft vorgeschlagen, weißt du, war ein dominanter Spieler auf einmal, hat den ganz anderen, das hat sich viel geändert auf einmal, durch die Arbeit und durch die Dings. Und wenn ich meinen Kindern jetzt schon zeigen kann, so ist der richtige Weg
ich meine, was wirst du aus deinen Kindern machen? Du weißt es ja selber schon. Ja. Weißt du, was ich meine? Du weißt ja schon jetzt schon, was du falsch gemacht hast, wo du hättest Zeit sparen können. Und vielleicht hättest mit 18 noch ein Stück weiter. Ich denke immer so, weißt du, ich bin halt immer so auf, ah, das hat mich ein Jahr gekostet. Aber es ist halt Lernprozess. Ja. Aber meine Söhne, die kriegen halt das mit, was ich jetzt an Lebenserfahrung habe. Und denen muss ich das weitergeben, weil sonst werden die genauso es hart haben, wie ich es hatte. Weißt du? Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Genau. Also du lebst es und erst im Rückblick kannst du dann wirklich sehen, wie es quasi gewesen ist. Vielleicht noch eine Sache, so als du das gerade erzählt hast mit dem schickt eure Kinder zum Sport und unterschiedliche Sportarten und am Ende kriegt jedes Kind ja quasi ein bestimmtes Fundament mit. Ne? Also ich bin 1,72 Meter, also ich bin also ein Basketballer oder sonst was, ne? Es wird schwierig. Genau. Und dann habe ich damals auch meinen Eltern nicht gesagt, sondern ich meine, irgendwann hat man dann den Gedanken und dachte so, ey, mit deiner Körpergröße und ne, du bist ein bisschen kleiner gebaut, ne? Du hättest der perfekte Lewis Hamilton sein können. Ne? Ja. Weil ich passe in das Ding rein, weißt du, und mental und quasi, ich habe die Kapazitäten. Aber Formel 1 ist dann eine Frage des Geldes auch, oder? Das ist eine extreme Frage des Geldes, definitiv. Okay. Aber nur, wo man einfach mal sieht, es gibt für jede körperliche, also für Sachen, die du nicht, wie du auf die Welt kommst, gibt es Möglichkeiten, trotzdem zu brillieren in diesem Feld. Jeder, ne? Wenn du groß bist, machst du die eine. Wenn du ein Runner, ne? ich kenne mich jetzt mit American Football jetzt nicht in der Tiefe aus, aber beim Fußball. Ob du jetzt der Größte bist, spielt nicht so eine große Rolle. Ne, wenn du dann die Technik hast oder die Passgenauigkeit oder ne, bei der UFC ist es ja am besten, ne, du hast da die unterschiedlichen Gewichtsklassen, es ist okay. Du, jede Körpergröße, jedes Gewicht hat immer seinen Vorteil, wenn man sich dementsprechend bewegt. Du musst deinen Vorteil ausspielen. Und ich weiß nicht, ob er das Bild kennt mit dem einen Lehrer, der da sitzt, und dann hat er so 10 unterschiedliche Tiere vor sich, ne, so ein Vogel, so ein Pferd, einen Elefanten und ein Fisch, und dann sagt er zu allen, okay, jetzt schwimmt mal bitte alle. Na, und wir gucken, wer der schnellste Schwimmer ist. Der Fisch denkt sich, oh, geil, ne, das ist meine Disziplin. Ne, der Vogel denkt sich, oh, guck dir an, was willst du von mir? Ich fliege, das ist eine andere Sportart, das ist ein anderes Ding. Und was ich den Leuten dann einfach sagen will, ist, probiert so viel es geht im Haus. Also, es gibt ein paar Jungs, die auf mich zugekommen sind, die meinen, du bist ja ein bisschen älter als wir und kannst du uns einfach so ein paar Tipps in gewissen Lebenslagen einfach geben. Ich meine, na klar, ich nehme mir einmal die Woche Zeit und dann gucke ich, ob ihr die Tipps und die Sachen einfach so umsetzt. Und wenn ich merke, nein, dann meine Zeit ist kostbar, dann ist es schwierig. Aber wenn ich merke, ihr macht was, ihr seid bereit quasi, dann auch die, ne, den Kollegen habe ich gesagt, stimme mal bitte die nächsten 2 Wochen, will ich jeden Tag um 5 Uhr eine Nachricht von dir haben. Du musst keinen Sport machen, steh erstmal nur um 5 Uhr auf. Ich habe jeden Tag von ihm eine Nachricht um 5 Uhr bekommen. Und er hat dann irgendwann nach 2 Wochen gesagt, Abdul, Leute sprechen mich an, dass ich um 5 Uhr schon wach bin und ich habe mehr Zeit und ich ernähre mich gesünder, weil ich halt mehr Zeit habe. Ich habe nicht mehr diesen zeitlichen Druck. Richtig. Ich habe nicht mehr den Stress, deswegen brauche ich weniger. Wenn du um 8 Uhr auf der Arbeit, warum stehst du um 7 Uhr auf? Ja, das ist unglaublich. Und er konnte dann früher auf die Arbeit gehen, er konnte sich da Gedanken machen, wie er mit den Mitarbeitern umzugehen hat. Du bist 3 Schritte voraus, alles. Ganz genau, ganz genau. Und da kommen wir wieder auf die zeitliche Komponente zu. Und was ich damit einfach immer sage, also den Leuten auch, deinen Zuhörern sagen will, und du kannst es ja auch quasi nur bestätigen, lasst euch nicht entmutigen von gewissen körperlichen oder sonstigen Sachen. Ne, jeder ist anders, jeder ist besonders auf seine Art und Weise. Nur du musst diese Besonderheit quasi anders zum Ausdruck bringen. Genau. Ja, du siehst es ja auch schon nur allein in der Art der Wiederholung. Kennt ihr C.T. Fletcher? Sagt euch der Name was? Ja, klar. It's still your motherfucking set. Das ist die ganz klare Ansage. Mhm. Und wenn du einen Curl machst und dein Arm kann die Leistung eben nur ab einer bestimmten Gradzahl machen, aber du kannst dann 50 Wiederholungen machen, um den Muskel zum Ausbrennen zu bringen, dann machst du diese Wiederholung auf deine Art und Weise, weil jeder Körper unterschiedlich ist. Das ist beim Laufen genau das Gleiche. Der eine ist der wesentlich bessere Sprinter, der andere ist der bessere Auslauerläufer, der nächste ist im Bahnradfahren. Das heißt für mich, ne? Weit zu laufen war immer schwer. Ja, genau. Aber ich habe es trotzdem geschafft, wo es dann von mir benötigt war, beim College Basketball zum Beispiel, waren die so auf, ey, du musst die Meile, um in der Mannschaft zu sein, unter 5 Minuten laufen. Das sind 1,6 Kilometer. Das heißt, ich bin die dann 4:38 gelaufen. Verstehst du? Weil ich einfach trainiert habe. Für die einen war es dann einfacher, weißt du, für die kleinen. Aber für dich hast du mehr Zeit reingesteckt. Genau, ich musste halt ein bisschen mehr reinstecken, aber war dann trotzdem am Ende auf demselben Level, wenn nicht sogar schneller als manche, die sogar einen Vorteil hatten. Weißt du, es war einfach die Arbeit. Und ich glaube einfach, dass jeder etwas richtig gut
Ganz genau. Jeder muss, du musst es halt nur für dich finden. Und du musst es zum Forschen, du musst arbeiten dafür. Und vor allen Dingen gibt es Beispiele, Knees Over Toes Guy, der Typ hat mit 30 seine ersten Dunkings gemacht, konnte früher nicht mal den Basketballkorb berühren und ist jetzt mit dem Kopf am Ring. Rich Roll, der Ultramann, genau das Gleiche. Rich Roll hat mit über 40 angefangen. Der hat vorher Alkohol gesoffen, hat sich Kacke ernährt, hat Fleisch gegessen, hoch 10.000, hat nichts gemacht. Verstehst du? Und dann mit über 40 angefangen. Es ist nie zu spät. Geile Message, es ist nie zu spät. Ja, der ist jetzt 24-Stunden-Läufer, der läuft alle in Grund und Boden, der macht dann irgendwelche abgefahrenen Dinger mit, wird über die Insel rüberlaufen, ins Wasser springen, durchs Meer schwimmen, riesengroßer Wellengang, wieder rauf auf die nächste Insel, das Ganze aber dann 12, 13 Mal am Stück, ne? Der macht Double Quadro Ironmans. Ja, das sind auch alles so eine Typen. Das sind genau so eine Typen. Weißt du? Es gibt diesen einen Briten, ich habe den Namen vergessen, das ist auch so ein kleiner Kompakter, der ist einmal um Großbritannien rumgeschwommen. Der hat einen Triathlon gemacht. Und das sind alles normale Menschen. Ja. Alles normale Menschen, die im Büro saßen und auch viel gearbeitet haben. Ja. Und das sind nicht einfach irgendwelche Profisportler. Das ist, was die Leute nicht verstehen. Die fittesten Menschen der Welt sind keine Profisportler. Ja. Das kann ich euch garantieren. Ich weiß nicht. Das sind alles die Alltagskrieger, hundertprozentig. Ja, das sind die im Alltag Leute, Bock drauf haben. Es sind Leute, die 8 Stunden arbeiten gehen, wirklich. Und die, dann noch Gas geben. Die fittesten Menschen, die ich kennengelernt habe, und ich kenne NFL-Spieler, ich habe Profifußball, ich habe mit Profifußballern schon trainiert, zusammen, alles Mögliche. Es normale Menschen, die habt ihr gar nicht auf dem Zettel. Das sind die fittesten Menschen der Welt, weil die stecken die Zeit rein, wie du gesagt hast. Die stecken die Zeit rein. Unser zum Beispiel Coach Davido ist ein Coach von uns, ein sehr junger Coach. Er steht jeden Morgen auf und macht erstmal 20 Minuten Burpees. So, die Prison-Style-Burpees. Hoch, runter, bam, die Geschütze. Bum, 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 bum. 20 Minuten. Ich habe letztes Mal 10 Minuten, 15 Minuten gemacht. War schon, also ich habe es früher schon hart gemacht. Ja, genau. Und das macht er direkt zum Aufstehen. Ohne Zähne, ohne gar nichts. Einfach kurz 20 Minuten. Bum, 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 bum. Und dann geht's los, der Tag. Verstehst du? Und das meine ich ja. Das sind fitte Menschen. Weil der kommt dann und zeigt mir ohne Gym noch eine viel krassere Transformation. Wir haben uns jetzt, die Woche haben wir YouTube-Videos gemacht. Der kommt halt aus der französischen, da Richtung französische Grenze und haben wir 2 Tage gedreht und der ist einfach noch fitter, als ich ihn vorher gesehen habe. Weißt du, und das ohne Gewichte, weißt du, und nur durch Ernährung, durch sich informieren. Ich bewege auch keine fetten Handeln hinterher. Ich habe gestern zum Beispiel mein Training, gestern Abend, als ich nach Hause gekommen bin, nach Hause, zur Tür rein, in die Sportklamotten, Gewichtsweste an und dann habe ich mich, bis das Essen fertig war, bis ich alles fertig gemacht habe, das dauert immer so eine Stunde, anderthalb Stunde, mal kurz mit meiner Lady schnacken, fertig machen, überlegen, was man kocht, das ganze Zeug klein schnibbeln, was ja selber, wenn man vegan ist und sowas, viel Gemüse isst, dann bist du stundenlang erstmal im Kleinhacken, außer dass so ein Nicer Dicer oder so ein tolles, spaßiges Gerät. Ja, aber währenddessen, ich bin auf allen Vieren durch die Wohnung gelaufen. Grundsätzlich immer wie ein Gorilla das macht, als Gorilla durch die Wohnung gelaufen, egal wo ich hingegangen bin, auf die Toilette, aber das dann eben die ganze Zeit. Ja, das, ich habe nur am Herd aufrecht gestanden, sofort vom Herdfreck, wieder runter auf alle Viere und dann auf allen Vieren gelaufen. Eidopontal, ja. Das habe ich zum Beispiel aus meinem Training seit 2, 3 Jahren. Also ich habe wirklich, jeder, der mein Instagram kennt, weiß, dass ich viele animalische Bewegungen mache. Und seitdem ich die Leistungsverletzung hatte, konnte ich das nicht mehr machen, weil ich gewisse Sachen nicht mehr machen konnte. Ja, was limitiert in der... Genau, und jetzt habe ich gemerkt, ich bin einfach davon weggekommen. Und das ist eigentlich vielleicht das, was ich hätte machen müssen. Ja, wegen dem besseren Stretch, den du bekommst. Das und das sind halt so die Sachen, das, was du vorhin gesagt hast mit dem Calisthenics und nachdem die ganze Corona-Sache angefangen hat, die Studios zu waren, dass viele Leute gesagt haben, nee, jetzt kann ich mein Training nicht mehr machen und da es geht einfach nicht mehr, ich kann meinen Alltag nicht mehr machen. Und da meinte ich auch, Leute, das ist Bullshit. Wieso sucht ihr denn Ausreden? Was ist denn los mit euch? Das allererste, was ich gemacht habe, ich habe mir Kevlar-Stretchbänder gekauft. Ja, die kannst du zum einen in den Türrahmen hängen oder drumherum wickeln, um einen Ast, um irgendwas auch immer, auf den Spielplatz gehen, direkt Stange nehmen, das darum basteln und schon hast du deine Ringe dabei. Ja, und das kosten 9 Euro, 10 Euro. Das ist Terrasflexbänder. Ich verzichte einfach mal auf 2 Schachteln Zigaretten und bestelle dir bei Amazon Gummibänder. Ganz da gibt es auf YouTube genügend Videos. Die Leute sind, ich weiß nicht, wie ich trainiere. Ich will nicht, Alter, komm. Geh mal wieder auf YouTube, hier, unser Podcast gibt alleine schon Informationen und wir blenden ja auch, wenn du was sagst, blenden wir auch immer wieder ein, was genau das ist. Es ist so einfach, es ist ein Klick entfernt und ich sage den Leuten auch immer, ne? Lernt die Regeln wie ein Profi, um sie dann wie ein Künstler zu brechen, das hat Picasso mal gesagt. Also versucht euch die Ausreden zur Seite, ne? Du holst dir da YouTube-Videos, du kannst laufen gehen, du bist immer noch frei. Richtig. Ne? Die ganzen Regeln, die es gibt. Wenn die nicht für dich eine Anwendung haben. Also die Leute sagen, Abdul... Vor allem darfst du nachts so immer noch laufen. Ja, die Leute sagen, Abdul, du kannst ja, jetzt musst du mit Maske laufen. Ich meine so, Leute, das gilt nur ab 10 Uhr bis 18 Uhr. Ich laufe um 5. Ich habe überhaupt keine Probleme. Die so, stimmt jetzt, wo du sagst? Und auch mit dem Laufen. Ich sage, ich bin abends mit Sportklamotten unterwegs, sondern laufe ich um die Alster.
Dann bitte bis 24 Uhr unterwegs. Was hältst du von, wo wir jetzt zu Corona einmal kommen? Ja. Wir kommen jetzt auch langsam zum Schluss. Alles entspannt. Was hältst du von, Joe Rogan hat ja jetzt richtig so Shitstorm bekommen, weil er gesagt hat, dass gesunde Menschen keine Impfung kriegen sollten. Ja, junge Menschen, die fit sind und Sport machen, die regelmäßig, also sich sauber ernähren, sollten auf gar keinen Fall die Impfung nehmen. Was? Also, kennst du das Interview oder hast du dir das? Ich kenne das Interview nicht, nein. Ich kenne nur das letzte, sagen wir mal, Kurzinterview von Wim Hof, dem sie ja in seinem Blut so einen tödlichen Virus injiziert haben und sein Blut, damit ist nichts passiert. Alle anderen wären tot umgefallen, das Blut war aber immer noch top. Und dann haben sie ihn gefragt, wie sieht's aus? Das Blut hat er verkraftet, dürften wir ihm das vielleicht spritzen? Und er hat nur ganz trocken gesagt, ja, wenn mein Blut das kann, dann kann ich das auch. Und ihm haben sie das auch gespritzt und es ist nichts passiert. Alle anderen wären tot umgefallen. Und das Lustige und das Interessante daran ist danach, er hat gesagt, gebt mir 10 Menschen, die könnt ihr euch aussuchen, 10 Tage unabhängig voneinander mit mir isoliert und alle 10 Menschen können das auch. Mhm. Wisst ihr, was passiert ist? Genau das. Die konnten das alle 10 auch. Es geht am Ende tatsächlich, also... Was genau damit, ganz so schön, was genau macht er? Ja, durch seine Atemtechnik, durch die Kältetherapie, die er macht, durch das eigene Angreifen, das Ansteuern des Immunsystems, was man dadurch ja wieder erlernt, hast du einfach den Vorteil, deine Selbstheilungskräfte anzuzapfen. Wenn du das machst mit einer gesunden Ernährung, dann kann der Körper sehr viel schneller heilen. Der Körper kann auch sehr viel schneller von Bakterien, Viren und so weiter regenerieren oder darauf reagieren. Weil darauf kommt es ja an. Wenn dein Immunsystem schwach ist, was du dir selber danach antrainiert hast, nicht dein angeborenes, sondern das zweite Immunsystem, das, was danach kommt, wenn du das geschwächt hast, und das schwächen wir ja leider durch die westliche Art, wie wir hier leben, wie wir anpflanzen und Ernährung, so weiter. Ne? Genau, da kommen wir wieder zum eigentlichen Thema. Genau, dann muss man so etwas machen, um den eigenen Körper erstmal überhaupt dafür wieder zu mobilisieren, zu sagen, okay, kommt jetzt, egal was das ist, ein Sturz, eine Verletzung, Bänder gerissen oder sonst irgendwas, dann will ich doch die kurzmöglichste Heilungszeit haben. Und genau das Gleiche ist es doch bei Corona auch. Ich muss doch meinen Körper dafür stärken können, wenn dieser Virus tatsächlich in mich reinkommt, damit ich überhaupt eine kleine Chance habe und nicht darauf angewiesen bin, mich an irgendwelche Atemgeräte anschließen zu lassen oder mich doch impfen zu lassen, weil mein Immunsystem das nicht ab kann. Weil wir wissen doch gar nicht, ob wir einen Impfstoff finden. Wir haben für die Masern über 2000 Jahre gebraucht. Wenn wir jetzt mit Corona mal ganz reell rechnen, ich persönlich sehe das in den nächsten 3-4 Jahren gar nicht. Ich sage, wir haben bis 2025 haben wir hier noch Action. Bis dahin werden die Lockdowns immer wieder kommen, weil wir das Problem haben, dass die Immunsysteme der Menschen bei uns einfach so viel schlechter geworden sind. Ist in Indien doch genau das Gleiche. Da bricht das Gesundheitssystem gerade zusammen, weil die unteren Kasten sich kein gesundes Essen leisten können, weil die kein gesundes Wasser haben, weil eine Wasserflasche das kostet, was ein normaler Inder am Tag verdient. So, das braucht er aber für die ganze Familie. Also ist das gar nicht möglich, dass der Körper heilen kann. So, wenn das alles gemacht werden würde, sage ich persönlich, gäbe es schon mal viel weniger Stress im Verhältnis. Und alles andere könnte man dann ausmerzen, indem man dann sagt, Leute, die richtig Kohle haben, und davon haben wir ein paar auf unserem Planeten, die haben richtig Geld, die müssen zur Kasse gebeten werden, damit wir nicht noch mehr Geld auf uns nehmen, um dann unser ganzes Geld wirtschaftlich weniger wert zu machen, sondern von dem Großen, was im Topf schon drin ist, das müsste jetzt umgeschichtet werden, damit kleine Unternehmen nicht schließen müssen. Damit der Mensch auch zu Hause bleiben kann, auch für ein halbes Jahr und sagen kann, weißt du was, wir machen jetzt für ein halbes Jahr hier die Hütte dicht in Deutschland, weil wir haben genug Kohle, wir finanzieren uns nämlich selber, weil nämlich jeder von denen, die richtig Geld haben, die geben einen kleinen Teil ab, also können wir das Ganze wirtschaftlich selber tragen und ertragen, weil nur so haben wir am Ende auch was davon. Also ich bekomme diese ganze Diskussion ja so mit und halte mich so nicht zurück, sondern versuche da immer so Impulse zu geben, weil ich merke, ich fand das immer früher so, ich habe damals mal ein Auslandssemester in Istanbul gemacht und dort sind ja, wenn Leute unterschiedliche Meinungen haben, dann hassen sie sich richtig, dann wollen sie gar nicht an einem Tisch sitzen. Leider ja. Ne? Entweder die sind für Erdogan oder sind gegen und wenn du für den einen oder... sehr hitzig und dann spürst du das richtig und ich habe das dann mit Deutschland verglichen und ich fand das immer so gut. Man hatte unterschiedliche Meinungen, aber man hat trotzdem danach noch was zusammen gegessen, man war trotzdem so auf einem Level. Man hat eine hitzige Diskussion gehabt, aber danach... War alles so entspannt. Ja, ganz genau. Man hat zwar vielleicht noch ein paar Minuten darüber nachgedacht, aber es ist dann... Weg einfach. Ja, ganz genau. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen in dieser ganzen Corona-Geschichte so ein bisschen verloren, weil die Leute dann auch angefangen haben, halt so zu argumentieren, ja, weil einige Argumente dann einfach ausgegangen sind. Sie es gesagt haben, entweder du bist dafür, fürs Leben, oder du bist dagegen, dann willst du, dass Leute sterben. Sag ich, so kann man doch keine Diskussion führen. Also man kann keine Argumente hervorbringen, ob man jetzt für das eine oder für das andere ist. Also entweder, natürlich sind wir alle fürs Leben. Du musst dich doch impfen lassen. Oder? Ja, also ich werde mich auch impfen lassen und ich empfehle das auch den Leuten, sich impfen zu lassen, weil, nochmal zu der Aussage von Joe Rogan zurückzukommen, der wurde, also das wurde halt, wurde einfach missverstanden. Natürlich, ne, ich hatte vor einigen Monaten Corona, es hat mich 2 Tage hingelegt, das war's, dann war ich wieder ready.
Aber das Ding ist, der Körper ist dazu in der Lage. Und in ein paar Jahren wird der Körper immer noch in der Lage zu sein, weil sich der Virus halt an uns anpasst. Ja. Keine Frage. Und der Körper passt sich an dem Virus an. Und das, worum es jetzt quasi letztendlich geht, ist es einfach, ihr müsst euch vorstellen, 95%, also die Zahl ist ja so ein bisschen aus der Luft gerufen, also eine Vielzahl von Menschen, für die ist das einfach nicht lebensgefährlich. Das ist einfach so. Aber genau. Es gibt einfach eine Gruppe von Menschen, für die ist das lebensgefährlich. Und jetzt ist die Frage, was ist unser Ziel? Wie beim Sport und auch bei der Ernährung, was ist unser Ziel? Wollen wir 5000 Menschen retten, wenn das unser Ziel ist? Also ne, von der Politik, ne, von den Menschen, die wir quasi gewählt haben. Wenn das deren Ziel ist, dann setzen sie alles daran, diese 5000 Menschen zu retten. Wenn sie sagen, okay, 5000 Menschen sind gerettet, aber vielleicht ein paar sterben durch die Impfung, weil man weiß ja, ne, den Langzeitfolgen und so weiter, ist ja auch alles noch eine Frage von Studien. Die sind aber bisher nicht bekannt und das Risiko ist weniger, dass dadurch Menschen sterben. Dann ist es eine Risikoabwägung, mit der können wir leben. Und die Entscheidung muss dann halt getroffen werden, egal von wem. Mhm. Und dann, na, das sind halt, du wägst alle Argumente ab. Na, und dann sitzen wir hier und dann sagen wir, ey, ich bin eher für das. Und ich bin eher für das, sagen wir, okay, ist in Ordnung. Also es ist okay, aber auch, und was mir halt in der ganzen medialen Diskussion dann verloren gegangen ist, dass die Leute dann gesagt haben, als die Schauspieler das gemacht haben mit, ey, mach doch alles dicht und so weiter, so ein bisschen auf ihre Art und Weise. Ich habe gesagt, ey, das ist doch einfach nur deren Meinung, die sie halt dargestellt haben, von einem, also nicht mehr von allen Schauspielern, sondern von einigen. Ja. Es ist eine weitere Komponente, das ist doch die Vielfalt, die Deutschland quasi damals ausgemacht hat. Ja. Man hat diskutiert und hat mal gesagt, ey, okay, ne, so, ich weiß noch in der Schule, ne, alle haben diskutiert und danach haben wir alle Fußball gespielt oder danach waren wir alle entspannt drauf, obwohl wir unterschiedliche Meinungen hatten. Es gab natürlich grundsätzliche Sachen, ne, so keine Diskriminierung, keine sonstigen, wo alle ganz klar auf einer Seite waren. Aber bei dieser ganz neuen Thematik, wo auch die Politiker massiv Fehler gemacht haben, ne, wo ich dann auch manchmal sage, ey, sag doch einfach, ich habe einen Fehler gemacht. Sag nicht, wir werden es besser machen können. Ne? Die Leute, was ich auch immer wieder merke, meine Eltern sind Migranten oder ich bin Migrant quasi, aber die Deutschen, die hier aufgewachsen sind, die sagen, ey, wenn du deinen Fehler zugibst, dann ist es vollkommen in Ordnung. Das kann ja jedem passieren. Ne? Also sie sind wirklich sehr nachsichtig. Ne? Die ältere Generation, die jetzt 60 sind oder die 70 oder die auch 50, die sagen so, ey, wir sehen doch, dass ihr keine Ahnung habt, weil niemand eine Ahnung hat, wie das hier läuft, wie man agieren sollte. Ne, egal, was du machst, du bist quasi auf der falschen Seite. Aber das ist, also, und das ist so ein Impuls, den ich quasi dann hier so ein bisschen mit reingeben wollte, ohne jetzt diese anderen etwas deeperen Themen wie jetzt Impfung und welche Impfung ist jetzt richtig und welche ist nicht richtig, sollten wir das jetzt machen? Da fragt er 10 Leute und 10 kriegt unterschiedliche Meinungen. Weißt du, und da fragt er einen Professor und jetzt ist halt die Frage, jemand, der vielleicht in diesem Bereich studiert ist, ne, wir haben ja gerade über Hanf gesprochen und ich habe gesagt, ey, ich habe keine Ahnung aus dem Bereich, deswegen höre ich dir zu. Na, man muss dann auch ehrlich sein. Ne, nur weil ich Mediziner bin oder Mediziner sein werde, heißt es nicht, dass ich mehr Ahnung habe als jemand, der sich mit Hanf auseinandergesetzt hat. Und das sollte grundsätzlich in der Politik passieren. Ganz genau. Das ist das, was entscheidend wäre. Genau, ja, und dann haben viel mehr Leute auch Verständnis und sagen so, ey, ich kann es nachvollziehen, Digga. Du bist unter massivem Stress. Genau. Frag mal Angela Merkel, wie sie die letzten 6 Monate geschlafen hat. Die wird sagen, ich habe 3 Stunden geschlafen und davon 2 schlecht. Und dann frage ich dich mal, können wir das auf Dauer machen? Die Frau ist 65 oder vielleicht noch älter. Die hat eigentlich was anderes verdient. Und ich bin der Meinung, diese Diskussion, ne, ich habe auch ein paar Artikel gelesen, dass einige Freundschaften daran zerbrochen sind, ne, an den unterschiedlichen politischen Ausrichtungen dann auch, wo ich dann sage... Oder auch jetzt in der Corona-Zeit, wie viele Leute gespalten sind. Also wirklich, ich erkenne manche Menschen nicht wieder, die sind so... Oh, weißt du, sie sind so, haben so Angst vor dem Virus bekommen oder sind so, manche sind so fuck it, manche sind, nimm es richtig ernst. Corona distanziert die Menschen wieder voneinander. Das, was eigentlich passieren sollte, mit dem jetzt müssen wir alle zusammen irgendwie eine Lösung finden. Keiner gibt niemandem mehr die Hand. Weil es ist definitiv da, das Zeug. Ja. Das kriegen wir jetzt auch nicht mehr wieder weg, sondern wir werden es nur irgendwie unter Kontrolle kriegen, irgendwann. Ja. Aber wenn wir das nicht zusammen machen, wie alles andere, was hier gerade auf unserem Planeten passiert, wenn wir das nicht zusammen angehen, dann haben wir alle die Arschkarte, ganz einfach. Dann wird das für uns alle richtig hart und wir drei, wir sind dann die Generation, wir sind dann die alten Säcke und dann haben wir hier alle Geburtstag. Das ist das, was auf uns zukommt, wenn wir das nicht gemeinsam angehen. Man kann die Welt nicht alleine verändern. Nee, man kann die Welt nicht alleine verändern. Was meinst du, wie könnte man dieses Thema denn gemeinsam ändern, indem wir alle uns impfen lassen oder indem wir alle... Nee, Grundregel Nummer 1 wäre einfach mal ganz stumpf auf alle Experten zu hören, die dafür da sind, für die Gesunderhaltung unseres Lebens und unserer Umwelt. Das wäre das allererste Gremium. Die würde ich alle ranziehen, die müssten alle...
ein riesengroßes Meinungsgremium bilden und egal, was politisch beschlossen wird, diese Menschen werden vorher darüber gefragt. Und da sitzen so eine Leute wie die Jungs aus dem Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Mhm. Und wenn die sagen, wir müssen bis 2050 100% hier recyceln und emissionsfrei werden, dann wissen wir, dass wir in eine fleischfreie Zukunft gehen als Menschheit, weil uns nichts anderes mehr übrig bleibt. Ja. Weil wir zu viele sind, weil wir alle bumsen wie die Karnickel, weil wir immer mehr Kinder machen, weil wir nur noch mehr werden und weil wir unser Essen einfach runterwirtschaften, mit egal was wir hier tun. Mhm. Wir brauchen nur noch einkaufen gehen. Das Thema hatten wir ja nur beim letzten Mal auch. Keiner liest Zutatenlisten. Alle kaufen irgendwas, das sind irgendwelche E-Stoffe drin, keine Ahnung was. Keiner weiß, was das ist. Die pumpen sich das in die Körper rein und wundern sich, wir dann, essen nur noch tot. Geht. Also wirklich, zu 80% essen die Leute tot. Die packen Sachen in den Ofen, machen den Mikrowelle. Ofen an, Mikrowelle. Und das Essen hat kein Leben mehr. Durch dich habe ich ja auch erfahren, was ist erfahren. Ich wusste es schon immer, aber wie genau ich das jetzt nehmen muss, mit fünf Handvoll frisches Gemüse jeden Tag. Ja. Jeden ausnahmslos. Tag, ausnahmslos. Weißt du, und das spüre ich auch dann. Auch wenn ich nicht immer fünf Handvolle schaffe, schaffe ich dann mal aber nur zwei. Das sind zwei mehr als vielleicht. Also sonst vielleicht getan hättest, weil das im Hinterkopf schon da ist, weil du weißt, oh Kacke, eigentlich müsste ich das machen. Richtig. Weißt du, und Das ist also was ich aus dem Medizin, also ich versuche dann immer so ein bisschen aus dem Menschlichen, aus der Psychologie, ne, und dann auch aus dem Gesundheitssystem heraus, die solche Fragen zu beantworten, also dann auch meine Meinung diesbezüglich zu äußern, weil ich meine, es bringt am Ende des Tages nicht in Diskussionen reinzugehen und irgendwelche Argumente reinzuwerfen und dann am Ende zu sehen, man geht mit mehr Hass dann raus aus der ganzen Geschichte. Also, das ist ja nicht der Sinn der Sache, weil wir sitzen alle in einem Boot. Und wenn alle anfangen, irgendwie ein Loch zu graben oder zu sagen, ey, mit dem rede ich nicht mehr oder mit dem rede ich nicht mehr, dann sage ich euch eine Sache, dann werden wir 100% untergehen. Ja. Jetzt haben wir noch eine Chance, ne, das ganze Ding richtig gut voranzubringen. Ich glaube, wir müssen ehrlich gesagt, wie gesagt, bei Gesundheit anfangen. Ja. Man muss wirklich was wegen Ernährung und Sport gemacht werden. Es kann für meiner Meinung nicht sein, dass du jetzt zum Hauptbahnhof gehst, weißt du, um nach Berlin oder sonst wohin zu fahren, im Zug, und das Ding ist komplett voll, von morgens bis abends. Mhm. Komplett. Ja. Weißt du, du kannst zu Rewe gehen, du kannst in jeden Kiosk gehen, um dir Alkohol, Zigaretten zu kaufen, aber du kannst nicht ins Fitnessstudio. Solche Sachen, da denke ich mir dann, ich kann jetzt losgehen. Gibt es irgendwo im Angebot 100%ig die Flasche Stroh 80, die kostet dann 6 Euro, davon hole ich mir 5 Stück, setze mich vor die nächste, da ist eine Grundschule, die hat gerade offen, da setze ich mich davor, sauf mir die Hucke dicht, pöbel die Leute voll und das ist normal und erlaubt in Deutschland. Ja. So, das ist das Problem an der ganzen Nummer. Wir haben aber nicht die Möglichkeit, wir drei, wir haben uns jetzt testen lassen, wir wissen, okay, wir haben alle kein Corona, es ist alles easy living, wir mögen uns gerne, wir wissen, wir arbeiten in ganz kleinen Kreisen, maskenfrei, mit Leuten zusammen. Das heißt, die Kreise sind so klein und beschränkt. Wir wissen auch, die in den anderen Kreisen sitzen, in deinem Kreis, in deinem Kreis, in meinem Kreis, die machen das auch alle definitiv so. Also was machen wir alle? Wir kommunizieren miteinander. Wir wissen, da ist das Grüppchen, wunderbar, da ist das Grüppchen, wunderbar. Die machen ihren Sport zusammen, die machen ihren Sport zusammen. Wenn die beiden zusammen Sport machen wollen, dann gibt es da nur eine einzige Möglichkeit. Alle lassen sich testen, alle wissen, okay, alles ist easy living, alle haben eine Inkubationszeit von 2 Wochen, wissen danach und nochmal testen, alles klar, haben wirklich alle nichts. Also kann man die Gruppe dezent erhöhen. Richtig. Aber die Gruppe bleibt gleich. Da bringt nicht irgendeiner plötzlich einen Kollegen mit, der dann auch, ja, ich habe heute mal Zeit, ich komme heute auch mal rum, sondern das ist das, das muss dann einfach reguliert werden. In der Schule ist es doch genau das Gleiche. Ja, aber das Ding ist also, diese Punkte, die du gerade ansprichst, die kennen die Politiker. Nur, ich habe mit einem guten Freund auch darüber diskutiert und wir sind am Ende zu dem Schluss gekommen, dass die Regel, die du quasi verfasst, ne, wenn du eine Gruppe von Menschen hast, die unterschiedlich ist, die heterogen ist, als Politiker versuchst du, den einfach gestricktesten, das quasi verständlich zu machen und klar zu machen. Der will einfach, es gibt Menschen, ich sage, das sind fast 60-70%, wenn nicht sogar mehr, die wollen einfach nur, hier muss ich Maske und hier muss ich keine Maske. Mehr wollen die gar nicht. Das reicht denen. Die wollen nicht hier eine Gruppe dynamisch mit Testen und dann kannst du die zusammenführen, das wollen die gar nicht. Das können sie auch alle machen, das ist ja kein Problem. Und das schaffen die meistens auch nicht, weil die einfach so einfach gestrickt, die sagen, nee, will ich nicht. Ich will hier meinen Burger, ich will mein Feierabendbier, ich will meine Zigarette rauchen und wenn ich mit 60 tot bin, dann ist es okay. Dann ist es in Ordnung. Das höre ich sehr oft. Das ist aber jedem freies Recht. Ne? Ja, definitiv. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist voll in Ordnung. Aber wenn du eine Gruppe von 10 unterschiedlichen Leuten in einem Raum hast und du versuchst irgendwie einen Konsens zu finden oder sonst was, das ist einfach harte Arbeit. Genau. Und wir leben in einer, also das ist jetzt eine extreme Situation, das sage ich den Leuten auch mal, das ist keine normale Situation. Wenn du zu Hause Probleme hast, mit dir alleine zu sein und nicht mit dir auseinandersetzen zu können, das ist okay, es ist in Ordnung. Na, weil die Leute haben ja plötzlich das Gefühl, dass sie unnormal sind, weil sie es nicht schaffen.
Ich sage, Leute, das ist eine Pandemie. Das ist eine Sache, von denen 100 Jahre später... Depressionen sind hochgegangen. Ja, 100 Jahre später werden Leute über diese Phase sprechen. Wir werden, ne, weil wir es miterlebt haben und das auch alles viel zu schnell ist und so weiter, wir werden es in fünf Jahren werden wir es erst verstehen, wirklich. Wir sagen, oh, was war da los? Wenn es überhaupt vorbei ist. Wenn es überhaupt vorbei ist, ne? Die Nachwirkung. Also. Genau. Aber zurück mal zu dem Fitnessstudio. Wie gesagt, es ärgert mich sehr, dass man jetzt in den, dass man wirklich das so zugemacht hat, weißt du, mit Fitnessstudio. Lieferando ist hochgegangen, weißt du, also selbst Profisportler, mit denen ich rede, sagen Lieferando mein bester Freund gerade. Also Lieferando macht Unmengen von Geld mit ungesunden Essen, meistens zu 90% findest du dann nur Schrott. Ja. Also ist für mich da doch schon mal die erste Lösung, dass man sagt, ey, guck mal, wie du gesagt hast, man fängt an auf den Dächern Gemüse und Obst anzubauen, für jedes Haus, dass gewisse Sachen einfach nicht mehr, ich finde, Obst, Gemüse und solche Sachen sollten nicht mehr so teuer sein, dass man Lebensentscheidungen machen muss, wenn man Bio-Äpfel kaufen muss. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil es geht um Gesundheit am Ende des Tages und das sind so Sachen, Dinge, das sollte normal sein, dass wir jetzt gerade informiert werden, wie wir uns besser ernähren können. Und in China haben die Zahlen und die Corona-Sachen, ich weiß nicht, ob das jetzt alles stimmt, das ist ja auch wieder viel wird verdeckt, aber ich habe gehört, die haben da so tonnenweise Vitamin C gedroppt und haben irgendwie gewisse Sachen gemacht, ernährungsweise, und die Leute aufgeklärt, sodass einfach die Sachen eindämpfen konnten. Weißt du, was man, ich glaube einfach, dass ich, weißt du, wer weiß, ob was stimmt heutzutage. Ja, China ist immer so ein bisschen, also grundsätzlich schwierig, weil die ja so ein bisschen abgeschottet sind. Aber am Ende des Tages, ich meine, ich war jetzt in Spanien und habe mir immer die aktuellen Zahlen angeguckt und die waren immer so bei 5.000, 6.000 in ganz Spanien. Und dann meinte mein Vater auch so ein bisschen einfach so heraus, er meinte, ja, die Spanier wissen auch, wenn sie sich weniger testen lassen, dann haben die auch weniger Corona. Ja, genau. Also im Sinne von, die sind zwar nicht an der tatsächlichen Zahl, ne? Wer weiß wirklich heutzutage, also was war es und nicht? Weil es gibt ja immer so eine Dunkelziffer einfach grundsätzlich. Ja, genau, ne? Und ich meine, wenn du die Dunkelziffer wissen willst und du hast die Kapazitäten, das ist dann meine Einstellungssache. Ich meine, es gibt so den Prototyp Deutschen, sage ich immer so ein bisschen einfach gesagt, der sagt, der hat einfach Angst und wenn er ein bisschen Schnupfen hat, dann geht er zum Test, dann geht er hin und lässt sich testen. Wenn er jetzt nicht irgendwie komplett nicht mehr atmen kann und dann ins Krankenhaus geht. Mein Vater hat das auch, der war auch 2 Tage im Krankenhaus. Glaubst du, mehr Leute hatten Corona, als sie wissen? Die Politiker und die Wissenschaftler wissen das auch. Dass es eine Dunkelziffer gibt, aber die mit den vielen Testen halt quasi ganz nah dran. Viele Menschen hatten es und also, weil ich zum Beispiel werde nie krank. Nie. Ja, das Ding ist also auch, ich weiß nicht, Drosten kennt er sicherlich, ne, den Chefvirologen der Charité. Die sind halt bei der Forschung, hinken die ein bisschen nicht hinterher, die müssen halt schnell forschen und das braucht alles eigentlich seine Zeit. Und wenn ich euch jetzt quasi die Studien sage, mit, das ist Kreuzreaktion zu anderen Corona-Stämmen, es gibt ja 6 Coronaviren, mit denen wir uns quasi immer im Winter ab und zu anstecken, ne, wenn wir sagen, wir haben so eine grippeähnliche Geschichte. Wir haben keine Grippe. Und es gibt so Kreuzreaktionen und das sind so Sachen, mit denen setze ich mich auseinander, weil ich habe die Kapazität, ich habe im Studium quasi beigebracht bekommen, wie lese ich eine wissenschaftliche Arbeit oder man kann es sich anlesen und mit der Zeit kommt das einfach, aber das ist eine Fähigkeit, die brauchst du, damit du das richtig einordnen kannst. Ja. Und dann sagt er, es gibt Kreuzreaktionen, das heißt, wenn jemand mal einen von diesen anderen Corona-Stämmen hatte, relativ kurz, und dann kriegt er Corona, dass du dann plötzlich asymptomatisch wirst, weil deine Antikörper dann auch dagegen wirken. Und wenn ich euch das so einfach erkläre, dann sagt ihr, schon krass, kann ja eine Verbindung sein, aber ein Drosten sagt dann, aufpassen, wir haben ein Indiz, aber wir sind noch nicht so weit, um das wirklich sagen zu können. Richtig. Und deswegen sind die Leute auch, die sagen, wieso sind die Wissenschaftler so vorsichtig? Ja, weil die Wissenschaftler sind immer vorsichtig. Na, weil die keine konkreten Aussagen treffen, wenn morgen eine andere Studie rauskommt. Weil sie einfach noch zu wenig wissen. Ja, und Leute kommen nicht damit klar, dass Wissenschaftler, die Professoren sind, sagen, wir haben keine Ahnung. Und das ist die bittere Realität. Klar, aber die sagen auch, Leute, wir haben keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung. Das drehen die Leute ja so ab. Ja. Das ist aber auch die Antwort. Es wird ja auch nichts klargestellt, weißt du? Ja, Lockdown, kein Lockdown. Ja. Lockdown, ja. Lockdown, dann ist das erlaubt. Aber guck dir doch das Szenario an. Wir haben jetzt dieses eine Szenario, das ist jetzt Corona mit dem großen Lockdown, mit den ganzen Professoren, mit den ganzen Ärzten, die alle sagen, alles ist ziemlich kacke und wir müssen jetzt aufpassen und wir müssen, ne?
Und die andere Seite ist dann, die anderen Professoren, die gerade sagen, dass unser Klima komplett im Arsch ist, dass jetzt der letzte antarktische Gletscher abgebrochen ist, dass wir hier eine Meeresspiegelerhöhung bekommen, dass wir hier definitiv richtig harten Klimawandel kriegen werden innerhalb der nächsten 79 Jahre, dass das nicht aufzuhalten ist, wenn wir jetzt nichts ändern. Davon sehe ich aber in der Politik, im Fernsehen nirgendwo irgendwas. Ich hoffe, dass es morgen schon anfängt mit der ganzen Klimageschichte. Das wäre herrlich. Aber ich habe immer so ein schönes Bild im Kopf, ne, wenn dein Haus brennt, und du hast ein anderes Zimmer, das ist ein bisschen weiter weg. Es ist immer noch da und es wird immer noch lebensentscheidend sein. Es ist vielleicht sogar größer. Das brennt auch, aber nicht so lichterloh wie jetzt, die Corona-Geschichte. Dann versuchst du, ne, es ist rein menschlich zu sagen, warte mal, lass uns erstmal hier komplett Klarschiff machen, bevor wir uns der Geschichte, die wir komplett vernachlässigt haben, was 100% klar ist, deswegen sind die Grünen ja relativ weit aufwärts, weil die Leute verstanden haben, es kann nicht sein. Also was wir hier gerade machen, das wird unser Klima, das nimmt uns alle auseinander. Natürlich. Ne? Wir haben halt jetzt Pech gehabt. Wir sind jetzt die Generation, die haben jetzt leider. Genau. Aber ich sage euch eine Sache. Der Mensch, ne, also ich sage den Leuten immer, traut eurem Körper mehr zu und versucht auch der Menschheit mehr zuzutrauen. Wir haben schon vieles gemeistert zusammen. Yeah. Und wir haben es immer geschafft, weil wir zusammen mal eine Sache gemacht haben. Mhm. Und am Ende sind wir nur so stark wie das schwächste Glied. Ist so. Und deshalb. Ne, vielleicht auch ein gutes Abschlusswort, sollten wir nicht nur die Corona-Krise oder auch andere Krisen, die auf uns zukommen werden und auch die Klima-Herausforderung-Krise, würde ich sagen, der Herausforderung, ne, eine Jahrhundertleistung, die wir vollbringen müssen, dass wir uns vorbereiten darauf, dass da was kommt. Ja, wir müssen mal einfach mal aufhören, uns alle so als unterschiedlich zu sehen. Wir sind alle gleich, wir sind alle Menschen des Planeten Erde. Ja. Ich bin kein Deutscher, ich bin Erdenbewohner. Ja. Ganz genau. Du bist auch nicht, weil du jetzt ein bisschen dunklere Haut hast, irgendwie ein Afrikaner, du bist auch ein Erdenbewohner. Ja. Du bist auch kein spanischer Bürger oder aus Israel oder keine Ahnung was, weil du halt die Haare dunkel hast und der Bart dunkel ist. So, du bist auch ein Erdenbewohner. Ja. Und genau das gleiche. Wir sitzen alle in einem Boot. Weil wir sehen es ja immer dann daran, wenn sie dann irgendwo in den Philippinen zeigen, die kleinen Kinder, die sitzen dann am Strand und pullen dann da die Plastikflaschen aus dem Meer raus. Mhm. So. Und das ist vollkommen normal, dass man da auch Plastiknetze rauszieht und sich daraus dann seine Hütchen baut. So. Mhm. Und dass dann die Leute plötzlich keine Fische mehr aus dem Meer ziehen, weil das Meerwasser einfach viel zu warm wird. Das ist auch normal. Das beschäftigt uns hier, weil wir es im öffentlichen Fernsehen sehen können oder weil wir uns informieren können. Die Leute da, die wissen das noch nicht mal. Aber die wundern sich seit einer Generation jetzt. Du, sag mal, warum kriege ich das Essen nicht mehr? Warum regnet denn das jetzt dauernd? Warum sind die Stürme so hart? Warum muss ich mein Haus dauernd umbauen? Mhm. Weißt du? An die Menschen müssen wir auch denken. Ja, klar. Ja. So, das ist genau richtig. Deswegen sollten wir so eine gesamtgesellschaftliche Lösung machen. Auf unserem Planeten sind 2 Milliarden am Hunger. Ich der Jugend ja auch gerade mitgeben will. Ey, informiert euch, seid echt, lebt bewusst. Ja. Wirklich, ich bin auch der Schlimmste gewesen, mit Müll auf die Straße schmeißen und denkt an alles. Alles hat einen Effekt, auch wenn man, ich habe wirklich gedacht, es gibt Leute, die räumen das auf. Weißt du, was ich meine? Aber vielleicht wären wir viel mehr Schritte voran, wenn jeder einfach so denken würde und sagen würde, ey, weißt du was, wie die Indianer, eine Träne läuft runter, sobald jemand etwas mit der Natur kaputt macht. Ja. Weißt du, so, wir müssen wirklich echt anfangen, uns zu informieren, wie ernähre ich mich, wie kann ich gesund bleiben. Ich muss nicht mit 65.000 Medikamente nehmen, wenn ich meine Ernährung ändere, wenn ich Sport mache. Ja. Ich muss niemals einen Herzinfarkt haben oder irgendwelche Blutprobleme oder sonst was. Oder muss nicht in diesen höheren Kategorien von ich kriege vielleicht Krebs, weil meine Oma und meine Mutter und sonst was Krebs bekommen haben. Wenn ich mich informiere, was verursacht denn überhaupt Krebs? Ja. Lernt, informiert euch wirklich und lasst uns diesen Ort Erde besser verlassen als Wien. Wenn wir von der Erde runtergehen, wir hinterlassen das für unsere nächste Generation, für unsere Kinder und Kindeskinder, ob die hier noch weiter einen Lebensraum haben oder nicht. Mhm. Weil wenn die einen Lebensraum haben und wir machen nichts anders, dann ist der viel kleiner als vorher. Für viel mehr Menschen. Ja, lass uns optimistisch in die Zukunft blicken und auch versuchen, unseren Teil dazu beizutragen. Ja. Ich sage den Leuten immer, ne, also ab und zu fragen mich Leute, wenn ich irgendwo Müll sehe, wenn ich ihn wegschmeiße, dann sage ich, aber das ist ja gar nicht dein Müll. Wieso schmeißt du den weg? Ich sage, ich frage mich nicht, was die Stadt für mich tun kann, sondern was ich für die Stadt tun kann. Richtig. Denn am Ende sind wir die Stadt. Ich bin Teil der Stadt. Genau. Du machst es, weil es gemacht werden muss. Ja. Genauso sieht das aus. Wir machen das, weil es gemacht werden muss. Ja. Und genauso
denke ich, sollten wir die Probleme. Machst du ja, dasselbe. Ganz genau. Wenn da etwas runterfällt, läufst du ja nicht fünfmal darüber. Ja. Weißt du, ja. Du machst es direkt sauber, weil das es ist einfach scheiße und genauso müssen wir die Welt machen. Ganz genau. Wie unsere Autos und unsere Häuser. Genau. Deswegen vielen Dank für die Einladung. Danke, dass du warst. Ey, das hat sich echt, das war ein langer, langer Podcast, haben wir lange nicht mehr. Ja, fand ich gut. Richtig krass, fast 2 Stunden, also feiere ich. Ich hoffe, dass wir dich dann auch mal öfters zwischendurch dabei haben, auch mit Sportlern und ich bin sehr an deiner Person auch interessiert. Wir werden uns auf jeden Fall nochmal connecten und Stefan, war wieder toll mit dir zu sitzen. Geil. Sehr gut. Vielen Dank, mein Lieber. Richtig geil. So, Energy Gang, danke, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Energy Podcast.